Also, liebe Freunde da draußen an dem Bildschirm, wir haben wirklich einen absoluten Experten hier bei uns, Henning Wackerhage, Sportbiologe, wie ihr seht, von der TU München. Und der sich seit vielen Jahren genau mit diesem wichtigen Thema Sarkopenie auseinandersetzt. Und ihr wisst ja, auch wir von der Expertenallianz haben dieses Thema wichtig und groß bei uns auf der Agenda stehen. Und umso schöner ist es, dass Henning uns mal so ein bisschen in die Grundlage dieser Thematik wirklich einweist. Und Henning, da freuen wir uns sehr. Dein Part. Gut, vielen Dank, Ingo und Lukas. Ja, mein Vortrag ist Sarkopenie, warum altern meine Muskeln und was kann ich dagegen tun? Es wird ja bei uns allen passieren, dass die Muskeln altern. Und das ist natürlich auch ein Thema, dass viele, wenn die so 50 werden, die interessiert das dann, die merken dann, ja, die sind dann nicht mehr so schnell, wie sie mal waren. Und dann ab 60, dann baut das ab. Und bei einigen mehr, bei anderen weniger. Ja, nochmal kurz zu mir. Ich hatte auch in Köln an der Sporthochschule studiert und promoviert. Und wie gesagt, auch im Fitnessstudio gearbeitet in der Zeit. Deswegen kenne ich mich ein bisschen aus in der Branche. Ein Freund von mir, der hat auch ein Fitnessstudio in der Nähe von Köln. Und ja, dann bin ich ins UK gegangen, weil es damals eine Stelle gab als Lecturer an der University of Central Lancashire. Und von da bin ich dann nach Schottland gegangen. Also das ist wirklich der Teil des UKs, den ich liebe. Und da war Professor Mike Rennie. Und Mike Rennie ist einer derjenigen, die wirklich Proteinsynthese gemessen hat. Also der hat Muskelbiopsien gemacht. Das ist eine extrem aufwendige Forschung. Und der hat dann unter anderem gesehen, dass bei älteren Menschen, da war ich beteiligt bei der Studie, dass wenn die anabol stimulieren, zum Beispiel mit Nahrung oder mit Krafttraining, dass die Muskelproteinsynthese, was der Prozess ist, der die Muskeln dicker macht und kräftiger macht, dass das weniger hochgeht als bei den Jungen. Und das ist bekannt unter anaboler Resistenz. Und das war so eigentlich das erste Mal, dass wir uns mit Muskelaltern beschäftigt hatten. Dann bin ich von Dundee weiter nördlich gegangen nach Aberdeen. Und da hatten wir auch Studien gemacht zur Sarkopenie. Und da werde ich gleich auch so ein paar Bilder zeigen von Muskeln, wo wir dann Bilder gemacht haben. Und dann bin ich 2016 jetzt an die TU in München zurückgekommen. Gut. Bei meinen Vorträgen, was ich immer mache, ich fange eigentlich immer mit Fragen an, stelle mir eine Frage und dann versuche ich, die anhand von Daten zu beantworten. Und die erste total offensichtliche Frage ist, was ist Sarkopenie überhaupt? Ich gehe gleich auf die Bilder ein, ich fange einfach mal an mit der Definition. Ja, das war so in den 80er Jahren, ja, oder Entschuldigung, 90er Jahren eigentlich. Und ja, jeder wusste, die Muskeln altern. Klar, jeder... Wenn man eine alte Frau oder einen alten Mann sieht, man sieht, das ist nicht mehr so, wie das bei jungen Menschen ist. Und, aber das war irgendwie so, man hatte da ein bisschen rumgeforscht, aber das war nie so ein richtiges Forschungsfeld. Und dann kam den Leuten in dem Feld die Idee, dass man da einfach einen Namen für kreiert. Und der Name ist Sarkopenie und der kommt aus dem Griechischen. Sarx ist Fleisch oder Muskel und Penia ist Verlust. Also es ist einfach der Verlust von Muskel. Und dann hat man so ein bisschen rumgeeiert, wie es darum ging, wie definiert man das jetzt eigentlich. Und hier gibt es so eine europäische Arbeitsgruppe, die beschäftigen sich damit und die definieren Sarkopenie als eine fortschreitende und generelle Skelettmuskelerkrankung, in Klammern im Alter, die mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Stürzen, Knochenbrüchen, körperlichen Behinderungen und Mortalität, also Sterblichkeit, einhergehen. Aber allgemein wird Sarkopenie auch noch eigentlich für zwei Dinge benutzt. Das eine ist, auf der einen Seite ist es ein Altersprozess, also es ist dann gar keine Krankheit. Also wenn ich sage, okay, Sarkopenie, das beschreibt, ja, warum altern die Muskeln überhaupt? Das zweite ist aber, es ist jetzt auch eine diagnostizierbare Krankheit. Und Michael Drei, der hier so ein bisschen 5 Kilometer in die Richtung ist, der ist an der LMU in der Innenstadt hier in München, der ist ein Geriater. Und der hat jetzt wirklich hier einen Diagnosecode M6250 dafür vorgeschlagen. Der wurde akzeptiert. Und die Mediziner können jetzt auch Sarkopenie, wenn wirklich dieses Muskelaltern kritische Werte erreicht, diagnostizieren als eine Krankheit und dann auch entsprechend behandeln. So, damit ich das mal wirklich darstelle, wie das aussieht. Der erste Punkt ist, alles was bezüglich Muskel variiert enorm in jedem Alter. Ja, das wisst ihr ja alle selber. Es gibt Leute, die haben dünne Beine, es gibt Leute, Quadzilla, ja, die haben riesen Oberschenkel.
Und das ist oft auch Genetik. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und aber dann ist es so, dass egal wie viel Muskel man hat, das nimmt dann im Alter ab und auch die Muskelfunktion nimmt ab. Und hier habe ich euch mal so zwei MRI-Bilder gezeigt. Und zwar ist das hier so ein relativ junger Schotte. Da muss man sich vorstellen, das ist so in der Mitte des Oberschenkels. Und da haben wir so einen MRI-Schnitt durchgemacht. Und dann sieht man hier, das Dunkle ist Muskel, das ist der Knochen und das ist hier das Unterhautfett. Also der ist nicht gerade schlank, muss man sich vorstellen wie so ein schottischer Rugby-Player. Ja, der so eine richtige Kante ist. Und man sieht, der hat also relativ viel Muskelmasse. Der hat auch kräftig Speck da unter der Haut. Ja, weil die schottische Ernährung ist nicht immer die beste. Und aber auf jeden Fall, der Muskel sieht gut aus. Und das Weiße, das ist das Fett, da sieht man ganz wenig im Muskel drin. Und dann hatten wir in dieser Studie, das waren 18- bis 25-Jähriger, da hatten wir dann Präsarkopene rekrutiert und Sarkopene. Die Präsarkopenen, die sind so, die gehen in Richtung Sarkopenie, also dass es diagnostizierbar wird. Und die Sarkopenen, das sind diejenigen, die wirklich so viel Muskelmasse und Muskelfunktionen abgebaut haben, dass sie wirklich Probleme haben. Also das geht in Richtung Rollator. Und hier, was man hier sieht, das ist so ein Muskel, hier habe ich jetzt mal gestrichelte Linie, das ist eigentlich einfach nur so der Muskelquerschnitt von einem Jüngeren, ja, und da passt der ganze Muskel mit dem Unterhautfett rein und man sieht, es gibt auch diese Infiltrierung hier von Fettgewebe in den Muskel rein. Das sieht man nicht bei allen Alten, das ist so eine Frage der Genetik und auch des Lebensstils, ja, und die Kombination, wenn man da Pech bei der Genetik hat und wenn man natürlich inaktiv ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Fettinfiltrierung hat, ist höher. Und so sieht also ein sarkopener Muskel aus. Und ihr könnt euch da vorstellen, dass dieser hier, Marco Rugby Player, viel mehr Kraft und Schnellkraft produziert als dieser über 65-Jährige, der halt weniger Muskel hat und wo der Muskel ja da noch diese Fettinfiltrierung sind. Diese Fettinfiltrierung, wenn man sich die vorstellen möchte, Anna, meine Partnerin, die kommt aus Spanien und die bringt dann immer diesen spanischen Schinken mit. Und da sieht man ja diese Marmorierung da drin. Und das ist im Prinzip das, was man hier sieht in diesem MRI-Image. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, das ist halt bei den Sarkopenen, da sieht man viel mehr, da gibt es dann auch Bindegewebe, aber diese Fettinfiltrierung. Gut, jetzt mal ein paar Daten. Das ist eine Studie aus Kopenhagen. Die haben jetzt mit so einem DEXA-Scanner, da kann man die Muskelmasse oder Lean Body Mass genau, die kann man da messen. Und das haben die getan bei Männern und bei Frauen und dann die Werte. Und was ich euch schon gesagt hatte, diese enorme Variabilität in jedem Alter, ja, das sieht man hier sofort. Da gibt es welche, die sind ein bisschen über 20, also die haben, klar, sehr wenig Muskelmasse. Die sind relativ schlank, das ist nicht unbedingt problematisch, wenn der Muskel gut funktioniert. Und da gibt es natürlich die Kanten hier bei den Männern, ja, die kräftig gebaut sind und die natürlich sehr viel Muskelmasse haben. Und was man sieht so, das ist so konstant und dann ab ungefähr 60, das ist so eine Zahl, da fängt das dann an, da geht das ein bisschen steiler runter. Bei den Frauen, was man hier sieht bei dieser Studie, wiederum diese große Variabilität in der Muskelmasse und ja, man sieht, dann ist sie ja so ein bisschen Abfall. Aber das ist nicht hochdramatisch. Wenn man sich die Arme und Beine anguckt, die Muskelmasse bei den Männern, sieht man das sehr gut. Ungefähr ab 60, jetzt ist bei mir das Ding hier davor, ja genau, ab 60, da fällt das dann mehr ab und bei den Frauen auch. Aber man sieht immer wieder diese große Variabilität hierbei. So, das ist jetzt die Muskelmasse und das ist gar nicht das Allerwichtigste, denn egal wie viel Muskel man hat, der Muskel muss funktionieren, denn wenn er nicht funktioniert, dann bekommt man Probleme und dann kommt man irgendwann Rollator und irgendwann kommt man dann wirklich ins Pflegeheim. Ja? Und das ist ja das Problem, was man unbedingt vermeiden möchte, bei einer alternden Bevölkerung. So, wenn wir uns jetzt das angucken, was wirklich zählt, also die Funktion, da sehen wir, dass sich die Änderungen deutlich dramatischer sind in dieser Studie aus Kopenhagen. Man sieht, das ist relativ, ja, das geht so hoch, das erreicht dann hier die Griffkraft, hier bei den 40-Jährigen das Maximum. Je nachdem, was man misst, ist es natürlich vielleicht ein bisschen früher. Und man sieht dann hier ab 60, da geht das dann relativ steil runter. Also da nimmt die Kraft dann wirklich ab. Und bei den Frauen, ja, da ist das auch so. Das ist so, der Abfall wird immer stärker. Deswegen ist die Kurve nicht so
geht die gerade runter, sondern ist so ein bisschen gebogen. Ja, aber man sieht auch ab 60, da geht das dann runter. Und was man auch sieht, was ich schon gesagt habe, dass alles in Bezug auf Muskel, die Muskelmasse und die Muskelfunktion, die variiert enorm in jedem Alter. Ja, man sieht zum Beispiel, hier gibt es einen fast 80-Jährigen, der ist noch weit über dem Durchschnitt der 20-Jährigen. Ja? Also man kann, wenn die Genetik mitspielt und wenn man was tut, dann kann man die Funktion wirklich gut erhalten. Nur natürlich, wenn man bei der Genetik Probleme hat und dann wirklich überhaupt nicht trainiert, ja, dann endet man irgendwann hier unten, wie dieser 85-Jährige, der jetzt kaum noch Griffkraft hat, oder dass man hier auch bei diesen Frauen sieht, die ja relativ unten sind. Und was noch wichtiger ist und was noch mehr nach unten geht, ist die Schnellkraft. Weil das ist ja wirklich wichtig, wenn auf einmal so eine Oma oder so ein Opa stolpert. Ja, da braucht man die Schnellkraft, damit man schnell korrigieren kann, damit man wirklich nicht hinfällt und sich zum Beispiel ja, die Hüfte, den Hüftknochen bricht. Und hier sieht man, das ist das Nottingham Power Rig. Also wie misst man Schnellkraft bei einer Oma oder beim Opa? Ja, da kann man ja nicht so Drop-Jumps machen. Und da haben die in Nottingham so ein Power Rig entwickelt. Und das heißt, man setzt sich hier rauf. Wir hatten das auch in Aberdeen. Und da tritt man hier gegen so schnell wie möglich. Und dadurch kann man so relativ sanft ja, die Schnellkraft testen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das kann man bei Jungen testen und bei Alten testen. Und was man sieht hier, das ist das richtig große Problem im Alter. Dass ja, wenn man jung ist, da hat man richtig schön Schnellkraft. Ich leider nicht, ich bin Slow-Twitcher, ich war Triathlet. Also, aber es ist trotzdem noch mehr als bei den 80-Jährigen. Aber dann ab 60, da geht dann die Schnellkraft so richtig runter. Und das sieht man bei den Männern und das sieht man auch bei den Frauen. Und guckt euch mal diese Probanden hier an. Da ist also kaum noch was da. Die können kaum noch Schnellkraft produzieren. Die kommen kaum noch aus dem Sessel hoch. Ja, die können wirklich, wenn die stolpern, die sind einfach viel zu langsam, damit die einen Fall vermeiden können. Und das sieht man hier, dass diese Schnellkraft nach unten geht. Das Fast-Twitching, das ist ein großes Problem im Alter. Ja, gut. Da möchte ich jetzt auch mal meine Frage beantworten. Was ist Sarkopenie? Und da benutze ich einfach die Definition. Sarkopenie ist eine fortschreitende generelle Skelettmuskelerkrankung, die mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Stürzen, Knochenbrüchen, körperlichen Behinderungen und Mortalität einhergeht. Aber ich möchte auch ganz klar sagen, Sarkopenie, der Begriff wird nicht nur für eine Erkrankung benutzt, sondern Sarkopenie ist einfach ein Altersphänomen, also die Muskeln altern, das ist halt ein Begriff dafür. Und zusätzlich ist es dann noch eine diagnostizierbare Krankheit, dass eure Hausärzte jetzt im Prinzip diagnostizieren können. So, das ist der erste Teil. Ich hoffe, ich habe die Frage gut beantwortet. Dann stelle ich mir mal die zweite Frage. Wie wird die Sarkopenie diagnostiziert? Also was macht denn euer Hausarzt, wenn er davon weiß und wenn er das auch wirklich diagnostizieren will? Das ist eigentlich ganz einfach. Das könnt ihr auch selber machen. Denn ein wichtiges Tool hier ist ein Fragebogen. Das ist der sogenannte SARC-F-Fragebogen. Den gibt es auf Englisch, den gibt es auf Deutsch, Französisch, jede Sprache möglich. Und das ist einfach, dass man fragt, ja, muskelabhängige Funktionen, wie gut funktionieren die denn noch? Das ist zum Beispiel Kraft. Wie schwer fällt es Ihnen, ca. 5 Kilogramm zu heben und zu tragen? Und natürlich, nicht schwer, klar, das sind die Senioren, die können gerne mal was durch die Wohnung tragen, kein Problem, Bierkasten im Keller oder Wasserkasten, etwas schwer oder sehr schwer und nicht möglich. Gehen, wie schwer fällt es Ihnen, auf Zimmerebene umherzugehen? Nicht schwer? Ja klar, das sind die fitten Senioren. Etwas schwer? Präsarkopen. Sehr schwer, benötige Hilfsmittel oder nicht möglich? Ja, das sind die Rollatoren oder diejenigen, die wirklich dann im Pflegeheim sind. Aufstehen. Wie schwer fällt es Ihnen, vom Stuhl oder vom Bett aufzustehen? Nicht schwer, etwas schwer, sehr schwer. Treppen steigen. Ja, und dann Stürze. Wie oft sind Sie gestürzt? Überhaupt nicht. 1 bis 3 Mal oder 4 oder mehrmal. Und was sich das ist einfach so, dass man eine Vermutung bekommt, dass die Muskulatur nicht mehr funktioniert. Und wenn man hier dann mindestens 4 Punkte hat, dann ist die Vermutung da, dass man Sarkopenie hat, weil man dann wirklich dann hier Muskelprobleme hat, die sich die Muskelfunktion so beeinflussen, dass wirklich das normale Leben damit beeinträchtigt ist. Und wir sind in einer alternden Bevölkerung. Wir sind eine der ältesten Nationen der Welt, von der Anzahl der Menschen, die über 75 Jahre alt sind. Und auch einfach für unsere ganze Nation ist es extrem wichtig, dass wir schaffen,
dass wir alle Leute so lange wie möglich hier bei den Nullern halten, ja, dass die wirklich, dass es nicht schwer ist, irgendwas zu machen, dass es nicht schwer ist, eine Treppe hochzugehen, dass es nicht schwer ist, vom Stuhl aufzustehen und dass die nicht stürzen. Und das ist euer Job auch. Ja, das ist nämlich die Prävention, ist enorm wichtig hier. Denn wenn man erstmal hier die Punkte vergibt, dann hat man ein Problem, weil dann ist man kurz vorm Rollator oder muss ins Pflegeheim. Und es ist halt enorm wichtig, einfach auch für die Kosten, dass man wirklich schafft, es zu vermeiden, dass die Leute hier dann Punkte vergeben, ja, dass sie halt wirklich starke Einschränkungen haben und es geht in Richtung Rollator und Pflegeheim. Ja, das müssen wir unbedingt so weit wie möglich hinaus zögern und das ist einfach auch ein Job der Fitnessbranche. Ja. Gut, so hier ist jetzt das Flowchart, wie man dann weitermacht. Also das ist der SAG-F-Fragebogen. Also wenn man da sagt 0, 0, 0, 0, 0, hoffentlich alle von euch werden da nur Nullen haben. Alle, die auch die ein bisschen älter sind, dann wird das irgendwann mal re-evaluiert. Ja. Wenn man jetzt aber mehr als 4 Punkte hat, dann geht es zum nächsten, dann macht man nämlich einen Handkraft- oder einen Chair-Rising-Test. Und das ist im Prinzip, man steht da 5-mal auf vom Stuhl. Und das ist so ein funktioneller Test, wo man sieht, die Seniorin oder der Senior, funktioniert er noch? Kann er noch vom Stuhl aufstehen? Oder haben die da schon Probleme? Und wenn das unter 15 Sekunden ist, Entschuldigung, wenn das über 15 Sekunden ist, dann ist das ein Problem, dann haben die damit Probleme. Dann brauchen nämlich über 3 Sekunden, um vom Stuhl aufzustehen und sich wieder hinzusetzen. Und wenn die Griffkraft unter 16 Kilogramm ist, bei Frauen oder unter 27 Kilogramm bei Männern, dann wird Sarkopenie vermutet. Und das reicht schon aus, dass man wirklich eine Therapie beginnt. Und im Prinzip soll man natürlich versuchen, dass man überhaupt mit dieser ganzen Sache nichts zu tun hat, weil im Prinzip total außer Frage ist, ja, dass die Muskulatur funktioniert, man ist kräftig, man ist schnellkräftig. Ja, das vermeidet man hoffentlich alles durch Training. So, und dann kann man im Prinzip noch weitermachen. Also man muss nicht weitermachen. Man kann hier dann schon Therapie anfangen. Aber ja, wenn man das jetzt richtig macht, wenn man zum Beispiel eine Geriatrie hat, wie der Michael Drei hier an der LMU, dann macht man weiter, dann kann man die Diagnose bestätigen. Und dann kann man halt die Muskelmasse messen. Das kann man mit dem DEXA-Scan machen, dann Bioimpedance. Das haben ja viele auch im Fitnessstudio. Das ist nicht so super präzise, aber man kriegt eine einigermaßen Idee. Und dann kann man die Krankheitsschwere noch definieren, halt durch Ganggeschwindigkeit, Time Up and Go, also wo man vom Stuhl aufstehen muss und dann gehen muss. Und dann gibt es so andere funktionelle Tests, wo man sieht, hat die Muskelfunktion, reicht die aus zum guten, normalen Leben oder haben die da schon Einschränkungen? Und wenn man da Einschränkungen hat, dass man nicht mehr unabhängig leben kann, ja, dann sollte man ja wirklich was tun. Aber die Take-Home-Message hier von dieser Übersicht ist, dass im Prinzip, man macht den Fragebogen, hat man mehr als 4 Punkte, dann, oh, sieht nicht gut aus und dann macht man vielleicht diesen Chair-Rising-Test oder Handkraft-Test und dann ist wirklich Therapiebeginn schon möglich. Ja, das reicht aus. Wenn man natürlich die Ressourcen hat, dann kann man wirklich messen, wie viel Muskelmasse hat man. Ja, und dann kann man noch weitere Tests machen, aber das ist nicht unbedingt notwendig. Ja. Und seit 2018 kann das jetzt, wenn man wirklich hier dann positiv ist für diese Dinge, dann kann das als Sarkopenie diagnostiziert werden unter M6250. Ja, und das ist wichtig für die Vergütung und für die Statistik, dass das auch erfasst wird. Und dass das auch jetzt als Krankheit und als Problem gesehen wird und nicht einfach ignoriert wird, wie die Jahre davor. Gut, wie wird Sarkopenie diagnostiziert? Im Prinzip SAG-F-Fragebogen, super einfach, Griffkraft- oder Chair-Rising-Test und dann kann man im Prinzip die Therapie starten. Aber die Therapie ist ja eigentlich nur Training und eine Ernährung, die halt die Muskulatur fördert. Ja, und das kann man auch ohne irgendwelche Diagnosen machen. Und das ist ja eigentlich die Empfehlung, die wir ja alle geben, ja, was man im Fitnessstudio machen kann oder was dann für Senioren, die sich halt ja schon erste Probleme haben, vielleicht auch zu Hause machen sollen. Ja. Gut, jetzt kommt das Interessante natürlich für euch, weil ihr seid ja die Leute, ihr sollt jetzt Sarkopenie vermeiden und behandeln. Ja, behandeln vielleicht nicht so, aber euer Job ist auf jeden Fall, die Sarkopenie zu vermeiden. Was wissen wir denn da von diesen Studien,
die untersuchen, was kann ich denn mit jemandem machen, der jetzt 65 oder 70 oder 75 Jahre alt ist, kommt ins Fitnessstudio, sagt, ja, ich werde jetzt langsam so ein bisschen rostig. Ja, ich bin schon mal gefallen letztes Jahr, habe mir aber nichts gebrochen. Ich möchte jetzt mal was tun, dass ich meine Muskulatur ein bisschen wieder aufbaue. Gut, fangen wir mal an. So, viele haben ja die Entschuldigung, oh, ich bin jetzt 80 Jahre alt, bei mir funktioniert es eh nicht mehr. Totaler Quatsch. Das ist hier eine Studie, das ist der Effekt von 8 Wochen Krafttraining auf die Beinkraft bei 9 Menschen, die waren 87 bis 96 Jahre alt. Ja? Also wenn eure Mutter oder Vater, wenn die älter sind oder Oma oder Opa, wenn die sagen, bei mir bringt es eh nichts mehr, zeigt denn diese Daten. Baseline vor dem Training, Week 8, also 8 Wochen trainiert, das ist One Repetition Maximum, wie viel Gewicht kann man einmal heben? Ihr seht bei allen super Effekte, keine einzige Probandin oder Patientin, nennen wir sie Patientin oder Patient, bei der es nicht funktioniert hat. Alle haben wirklich an Kraft zugenommen. Also, das funktioniert bei 80- und 90-Jährigen. So, jetzt mal ganz extreme Daten. Das ist zwar jetzt nicht Kraft, das ist jetzt die Sauerstoffaufnahme. Vielleicht habt ihr das ja in den Medien gesehen. Da gab es diesen 103-Jährigen Robert Marchand. Und da dachte er, jetzt breche ich einen Weltrekord für die 105-Jährigen. Dann hat er noch mal ein bisschen reingehauen, ein bisschen Ausdauer trainiert. Das ist die maximale Sauerstoffaufnahme. Das messen wir immer als so eine Variable für die Herz-Kreislauf-Fitness. Und was man hier sieht, vor Training 30, Ingo schon ganz knackig, ne, für einen 104-Jährigen. Ja, wenn ich da noch 30, eine Sauerstoffaufnahme von 30 habe, wäre ganz gut. Und er hat es geschafft, die fast bis an 40 ranzubringen. Ja? Also beim 103-Jährigen, der ist dann 104 geworden, Peak Power Output, ja, von 90 Watt ist der bis auf über 130 Watt hochgekommen. Und also alle, die auch Rad fahren, die können das wahrscheinlich bewerten. Und er hat dann damals den Alter, in einer Stunde ist er 27 km/h gefahren, ja, mit weit über 100. Und er hat mit 105 Jahren dann noch den Weltrekord für 105-Jährige gebrochen. Das war immer noch mehr als 20 km/h. Ne? Und das ist der absolute Wahnsinn. Also wenn euch jemand erzählt, ich bin zu alt, das Training funktioniert nicht mehr, zeigt ihnen diese Daten. Auch wenn ihr noch 105 seid, ihr könnt immer noch trainieren, das funktioniert. Ja, man braucht natürlich ein bisschen Glück mit der Genetik, damit man in das Alter kommt. Aber die Entschuldigung, Training funktioniert überhaupt nicht, die gibt es nicht. Und hier ist dann Hurricane Hawkins, ja, die ist 105 Jahre alt und die ist auch 100 Meter in 63 Sekunden gelaufen, hat wahrscheinlich auch dafür trainiert, sieht auch noch relativ fit aus, ja, und das Training hat wahrscheinlich auch bei ihr funktioniert. Also diese Entschuldigung, vergesst es, ja, also über 100 funktioniert das Training noch. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man über 65-Jährige hat, was tut man mit denen? Also was ich da sage ist, wir sollten die Leute kategorisieren. Und auf der einen Seite, wir schreiben jetzt auch ein Buch zur Sarkopenie und da unterscheiden wir 3 Gruppen. Die erste Gruppe, das sind für uns die Supersenioren. Das sind die fitnesskräftige über 65-Jährige. Und denen empfehlen wir, den WHO-Empfehlungen zu folgen, um fit und kräftig zu bleiben. Und was empfiehlt die WHO jetzt? Die WHO, das ist ja dargestellt, das kann man nachgucken. Und im Prinzip ist es eine Kombination von Ausdauertraining und Krafttraining und dann vielleicht noch so ein paar Sachen wie Tai Chi oder Gleichgewichtsübungen. Und diese Kombination von den Übungen, das ist ja, was ihr in den Fitnessstudios anbietet. Ja, was ist denn ein Fitnessstudio? Ist kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining. Ja, und genau das empfiehlt die WHO. Deswegen, ich sage immer, die WHO hat der Fitnessbranche wirklich den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Jetzt schießt die Elfmeter nicht so wie die Engländer, sondern haut das Ding rein in das Tor. Ja, weil das sagt die WHO, kombiniertes Ausdauer- und Krafttraining. Ja, und das Krafttraining ist gerade für die über 65-Jährigen eine wichtige Komponente, denn nur Ausdauertraining, das reicht halt oft nicht aus, um wirklich die Muskelmasse und Muskelfunktion zu erhalten. Ja, und das, wie gesagt, funktioniert gut im Fitnessstudio, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch Sportverein zu Hause
Und was hier wichtig ist, wirklich, ihr müsst auch Trainer haben, die Sarkopenie-Kenntnisse haben. Ja, wie trainiert man die am besten? Was passiert über 65? Und ich glaube, das ist auch recht wichtig. Und ihr braucht auch Konzepte für diese Gruppe der Supersenioren, die halt relativ fit sind. Ein Beispiel aus Aberdeen. Wir hatten da einen, der war 75, dessen Beinkraft war über dem Mittelwert der 25-Jährigen. Ja, also es gibt diese Supersenioren, die wirklich noch gute Kraft haben, auch im Alter, auch noch weit über 70. Und die sind natürlich eine super Zielgruppe für euch im Fitnessstudio, gerade weil diese Gruppe auch extrem zunimmt. Wir haben demografischen Wandel in Deutschland. Ja, und es werden mehr und mehr Leute über 60, über 65 sein. Und ihr müsst, einige von euch müssen auch attraktiv werden für diese Gruppe. Gut, dann gibt es jetzt von der NSCA, da gibt es ja jetzt auch in Deutschland einen Ableger. Und die empfehlen auch Krafttraining für über 65-Jährige. Und das sind relativ Standardempfehlungen hier. Man muss natürlich ein bisschen, ja, was ihr halt auch im Studio macht, halt nicht zu schnell anfangen, damit die nicht einen riesen Muskelkater kriegen nach der ersten Trainingseinheit und dann einfach aufbauen. Und das ist ein relatives Standardkrafttraining. Dann natürlich Schnellkraft. Wie kann man das umsetzen im Fitnessstudio? Weil das ist ja, was wirklich nach unten geht. Und dann funktionelles Krafttraining. Wie kann man das am besten für diese Zielgruppe umsetzen? Und ich denke, das sind auch wichtige Forschungsthemen, wirklich für uns hier an der TU oder Sporthochschule oder alle anderen, die Sportwissenschaften machen. Dann ist natürlich die Frage, ja, so ein Krafttraining, vielleicht für viele Ältere ist das einfach auch so ein bisschen, will ich denn mit Hanteln arbeiten und Maschinen und alles diese Sachen? Vielleicht muss man auch Alternativen haben. Hier ist Stu Phillips, den kenne ich ganz gut, auch aus meiner Zeit im UK. Der macht extrem viel zu Proteinen, Ernährung, zu Krafttraining und all diesen Dingen. Und ja, konventionelles Krafttraining funktioniert gut. Aber die Frage natürlich ist, für diejenigen, die nicht funktionell für das Standardkrafttraining machen wollen, sollten wir Alternativen haben? Und da sagen die, da soll man vielleicht mal überlegen, ja, dass man so eine Palette hat von Sachen, die man anbietet, die sind vielleicht nicht ganz so effektiv, aber vielleicht werden die mehr angenommen, weil es zählen immer zwei Dinge bei einer Trainingsform. Das eine ist, funktioniert diese Trainingsform? Und das zweite ist, wird die von eurer Zielgruppe angenommen? Und da muss man einfach mal so ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja, was mögen denn die über 65-Jährigen? Gut, dann Personalisierung. Das ist hier jetzt so eine Folie. Die haben 8 Wochen Bizeps-Training gemacht. Und die haben dann gemessen, wie stark wird Cross-Sectional Area, das ist der Querschnitt des Bizeps, um wie viel wird der Bizeps größer, um wie viel steigt die Kraft an. Das ist eine Studie von Monika Huberl und das zeigt ein Problem auch, wo ihr als Fitnessstudios oder Fitnesstrainer auch verstehen müsst, dass das Problem existiert und wie man damit umgeht. Und was die gezeigt haben, die haben also alle vergleichbaren ähnliches Training gemacht. Und dann haben die sich geguckt, um wie viel, wenn man jetzt den Bizeps trainiert über 8 Wochen, um wie viel verändert sich die Bizepsgröße? Und da hat man gesehen, da gibt es einige, die schwarzen Balken, das sind die Männer und die weißen Balken, das sind die Frauen. Und bei einigen, da ist der Bizeps um 50% hypertrophiert. Ja, also 8 Wochen Training, 50% hypertrophiert, der Wahnsinn. Im Durchschnitt waren es so ungefähr 20%. Da gab es einige, die haben 8 Wochen trainiert, da ist der Bizeps kein bisschen gewachsen. Da hat es einige Experten gegeben, die haben 8 Wochen trainiert, da ist der Bizeps um 5% geschrumpft. Also ich weiß nicht, wie man das schafft. Und das ist natürlich die absolute Ausnahme. Ihr seht ja, das sind die Leute, die sprechen auf das Training an, extrem unterschiedlich. Und das ist ganz wichtig, dass man weiß, dass das so ist. Ja, die Leute machen dasselbe Training. Aber es funktioniert halt nicht bei jedem. Und was wir jetzt wirklich verstehen müssen, und da brauchen wir auch die Forschung von Ingo und anderen, dass wir verstehen, was machen wir denn mit diesen Leuten hier, die wirklich die besten Kunden sind im Fitnessstudio, die trainieren wie wild und da tut sich kaum was. Was können wir denen anbieten, damit wir zumindest dann die Muskelfunktion verbessern? Und ein ähnliches Bild zeigt sich hier, dass wirklich bei einigen, da geht die Kraft um 145% nach oben,
Und diese eine Dame hat es geschafft, dass die Kraft nach 8 Wochen Krafttraining um 30% nach unten gegangen ist. Also ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Vielleicht hat die eine Verletzung gehabt. Aber man sieht ganz klar, bei den meisten funktioniert es. Und wir müssen das Training personalisieren. Wir müssen halt wirklich nicht annehmen, dass es immer bei jedem funktioniert. Wir müssen annehmen, dass es bei einigen nicht funktioniert. Und die Top-Trainer in der Branche, die müssen Konzepte haben, die müssen das wahrnehmen. Da tut sich zu wenig. Und dann müssen die sehen, die Dosis erhöhen oder anders trainieren oder irgendwas anders machen. Durch Trial and Error halt versuchen, dass die diese Kunden wirklich in diesen Bereich hier shiften, ja, wo die Kraft zunimmt und wo die Muskelmasse zunimmt. Ja. Gut, dann ganz kurz noch, bevor ich dann zum Ende komme. Präsarkopenie und Sarkopenie, das sind die Leute, die kommen jetzt so nah an diese Grenze ran, dass die Sarkopen werden. Und da ist die Frage, das ist nicht unbedingt euer Klientel. Aber so in der Grauzone, wenn die von den Superrentnern Richtung Präsarkopene gehen, ja, da sind die Probleme, die werden langsam gebrechlich, das Fallrisiko steigt, die haben Mobilitätsprobleme, die können sich nicht mehr so gut bewegen, sind dann teilweise auch einsamer, weil die nicht mehr aus der Wohnung rauskommen. Dann auch Richtung Rollator, gerade die Sarkopenen und dann oft auch weitere Probleme wie Adipositas, Diabetes, Demenz, Osteoporose. Adipositas ist so wichtig, habe ich gleich zweimal genannt hier. Rheuma, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ja, das sind alles, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, mit denen zu arbeiten im Fitnessstudio. Aber ich denke, ja, wenn die motiviert sind und wenn die erkennen, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, da kann ich mein Leben verändern, da kann ich mich verjüngern in Bezug auf die Verjüngen, in Bezug auf die Muskulatur, dann wäre das vielleicht auch eine Gruppe für euch. Und da wissen wir einfach zu wenig, wie trainiert man die gut im Fitnessstudio. Die können natürlich Seniorensportgruppen, das ist eine gute Sache für die Training zu Hause. Und da brauchen wir wirklich Forschungsbedarf, Trainingsmethoden und Geräte, die für Präsarkopene und Sarkopene effektiv sind. Und ich habe gesagt, es sind immer zwei Sachen wichtig. A, das Training muss funktionieren und B, die Leute müssen es auch machen. Und das ist ganz wichtig, dass das Training auch angenommen wird. So, hier ist dann so ein Beispiel von der Professor Michael Drei an der Geriatrie, an der LMU. Ja, das ist jetzt so sehr Soft-Training. Und ich glaube, ja, wenn wir da vielleicht dann nochmal zusammenarbeiten würden, dass man sieht, wie kann man das noch ein bisschen effektiver machen. Ja, weil das Training ist ja doch recht milde hier. Na. Gut, dann die andere Sache, Protein. Ältere Erwachsene über 65 Jahre nehmen oft zu wenig Protein auf. Ursachen, Appetitverlust im Alter, tritt bei meiner Mutter auf. Die kann auch gar nicht so viel essen. Das ist oft so ein Problem, gerade wenn die dann über 75 sind, dann haben die keinen Appetit mehr. Manche haben wenig Rente. Bei vielen fehlt auch das Wissen, dass Protein da wichtig ist. Und mit meiner Mutter habe ich rumexperimentiert. Vegan-Protein funktioniert zwar nicht ganz gut, so gut, aber da haben wir dieses Vegan-Protein hier gefunden. Jetzt müsst ihr nicht alle dieses Vegan-Protein kaufen. Das ist nur ein Einzelbeispiel. Aber meiner Mutter schmeckt das super. Die verträgt das total gut und die streut sich das jetzt immer über das Müsli rüber. Und dadurch habe ich ihren Proteinaufnahme wirklich jeden Tag erhöht. So, was sind die Lösungen hier? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht für Tag für die Senioren. Und da ist die Frage, ist das zu wenig? Da gibt es die Aspen Expert Group, die empfehlen 1 bis 1,5 Kilogramm, Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag und pro Mahlzeit 0,4 Gramm Protein pro Kilogramm pro Körpergewicht. Also Eiweiß ist was Wichtiges und das könnt ihr ja im Fitnessstudio, ihr verkauft ja auch Eiweiß. Und dass man da ein paar Alternativen hat, vielleicht auch das vegane Protein dann noch mit dazu nehmen, dass man da eine Variabilität hat, wenn man das Molkeprotein, was eigentlich optimal ist, nicht so gut verträgt. Das vegane Protein ist vielleicht nicht ganz so effektiv, nimmt man ein bisschen mehr. Solange es verträglich ist, dann funktioniert das ganz gut. Und das Wichtige ist wirklich auch, die Älteren befähigen, diese Empfehlung in die Praxis umzusetzen. Ja, denn wenn ich meiner Mutter sagen würde, ja, du musst jetzt 1 Gramm oder 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag aufnehmen. Die weiß echt nicht, was sie zu tun hat. Da seid ihr die Experten und ihr müsst das umsetzen und übersetzen in etwas, was auch wirklich funktioniert bei den Älteren, was die folgen können. Gut, wie kann ich Sarkopenie vermeiden und behandeln?
vermeiden. Ja, die fitten über 65-Jährigen, WHO-Empfehlung, Kombination von Ausdauer und Krafttraining. Das macht ihr in den Fitnessstudios. Das wird eine wichtige Zielgruppe für euch sein. Das ist die Gruppe in der Bevölkerung, die am meisten zunimmt. Da gibt es dann noch das NSCL-Krafttraining. Könnt ihr euch mal reinlesen. Die haben da Empfehlungen dazu. Präsarkopenie und Sarkopenie, da wird es ein bisschen schwieriger. Es ist wichtig, ein sicheres, effektives und altergerechtes Krafttraining zu machen oder Muskeltraining, whatever works. Ja, works effektiv und wird angenommen. Protein 1 bis 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. So, jetzt meine Forderung an die Fitnessbranche, Entschuldigung. Bildet eure Trainer und Trainerinnen für Sarkopenie aus. Das ist eine wichtige Gruppe. Wenn da ein 65-Jähriger, ein 70-Jähriger, ein 75-Jähriger bei euch im Studio steht, dann macht nicht 0815. Dann sollt ihr wissen, was ihr mit dem zu tun habt, wie ihr den zu beraten habt. Ernährungsberatung, Trainingsberatung, das ist für mich enorm wichtig. Macht eure Fitnessstudios eventuell auch attraktiv für über 65-Jährige. Vielleicht nicht jedes Studio, aber ich denke, es gibt ja die mehr gesundheitsorientierten Studios, ja, die denken, ja, es gibt 65-Jährige bei uns auch in der Gegend, da gibt es halt viele Ältere. Und wie können wir attraktiv für die werden? Und entwickelt Trainingsgeräte, die effektiv sind für die über 65-Jährigen. Also das ist auch ein wichtiger Markt. Ja, die sind ja gerade aus dem Arbeitsleben raus, die haben viel Cash in the Tash, wie man in Köln sagt. Und wenn man dem was Gutes tun kann und dafür Geld einnimmt, das wäre natürlich auch eine super Sache. Gut, und das ist meine Mutter, die ist dieses Jahr 80 geworden. Und die trainiere ich ganz gut, die nimmt auch das Protein. Und ich glaube, mit diesem Bild, da bin ich jetzt auch am Ende angekommen. Henning, ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag und vor allem Glückwunsch zu so einer fitten Mama. Da wirst du noch einige Jahre, glaube ich, mit zu tun haben. Was ja auch sehr schön ist. Aber daran sieht man ja, und das ist ja auch die schöne Botschaft, die du darüber gegeben hast. Wir in Köln haben ja auch so eine Botschaft, die heißt ja je Oller, je Dollar. Und das gilt insbesondere fürs Muskeltraining. Und ich glaube, das hat die Gesellschaft da draußen noch nicht so richtig für sich selber erschlossen, dass Muskulatur eben für die Gesunderhaltung, Selbstständigkeit, Mobilität insbesondere, ja der einzige Garant dafür ist, dass das überhaupt möglich ist. Also Pflegebedürftigkeit vermeiden könnte man ja fast darüber schreiben. Und das ist echte Prävention. Und ich glaube, da sind die Fitnessstudios genau die richtige Adresse, wenn es um Pflegebedürftigkeit Vermeidung geht. Das heißt nämlich Erhalt der Mobilität und Erhalt der Muskulatur. Ich habe eine innerliche Frage, an dich und das vielleicht auch nochmal gleich an alle anderen. Also wer eine Frage hat, einfach reinschreiben, dann würden wir die im Chat gleich kommunizieren. Aber ich fange mal an. Sag mal, bezogen auf die Belastungsdosierung, du hast ja einerseits gesprochen, von weniger effizient ist das körpergewichtsbezogene Training mit dem einen Körper und deutlich effizienter ist das geräteapparativ gestützte Training. Hängt ja unter anderem natürlich sicherlich mit der Belastungsdosierung zusammen, die daraus resultiert. Also, um Sarkopenie wirklich zu bekämpfen, wenn du mal die Belastungsintensität in den Mittelpunkt rücken würdest, was würdest du dafür eine Empfehlung geben? Möglichst, wie ja oft so gesagt wird, im Kraftausdauerbereich wahrscheinlich eher nicht, sondern wahrscheinlich doch eher, so wie die Empfehlung, eher in einem höheren Bereich. Aber erläutere das vielleicht nochmal ganz kurz. Ja, also es hat sich ja viel getan in Bezug auf Empfehlungen fürs Krafttraining. Also Brett Schönfeld und andere, den hatten wir auch schon hier in München. Die haben ja wirklich versucht, jetzt evidenzbasiert zu arbeiten. Es gibt ja enorm viele Studien, die gucken sich an, wie viele Wiederholungen sind effektiv. Und da war ja früher immer so die Empfehlung für Muskelaufbau 8 bis 12 Wiederholungen. Das hat sich jetzt geändert. Ist das jetzt wirklich alles von, ja, sagen wir mal, 6 Wiederholungen bis 20 Wiederholungen, solange dass man bis zur Erschöpfung macht pro Satz, ist effektiv, ähnlich effektiv, um die Muskelmasse aufzubauen. So, jetzt ist die Frage, wenn man jemand hat, und das sehe ich auch bei meiner Mutter, die halt keine Krafttrainingserfahrung hat, deren Selbstbild auch ganz anders ist. Ja, die sieht sich nicht als eine Person, die schwere Gewichte hängt. Da funktioniert das besser, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Wiederholungen anfange. Das baut auch die Muskelmasse auf.
Es ist nur so, wenn ich jetzt natürlich die Kraft aufbauen möchte, dann ist es natürlich besser, wenn ich mit schweren Gewichten arbeite, relativ schweren Gewichten. Beim Senior, das sind halt keine Riesengewichte. Und da kann man gut an der Maschine arbeiten. Und dann ist natürlich auch noch wichtig, weil die Schnellkraft gerade besonders runtergeht, wie man das am besten trainiert. Und da fehlt einfach auch noch die Forschung. Ja, wir brauchen wirklich die Forschungsfrage, wie erhöhe ich die Schnellkraft beim 75-Jährigen? Ja, oder bei einer 75-Jährigen. Und das fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung, wie man das macht. Und ja, im Prinzip Standardkrafttraining, wenn die nicht wollen Kunden wirklich nicht mit höheren oder Mitglieder nicht mit höheren Gewichten arbeiten wollen, dann kann man auch mit niedrigeren Gewichten arbeiten. Man kann die Muskelmasse gut damit aufbauen, gerade wenn man noch gut motiviert. Aber für Kraft und Schnellkraft, dann sollte man versuchen, irgendwie in Richtung höhere Gewichte zu kommen und dann auch vielleicht auch ein bisschen schnellkräftiger zu arbeiten. Und vor allen Dingen auch funktionelle Übungen. Man muss immer denken, was müssen die machen? Ja, die müssen aus dem Stuhl ausstehen. Die müssen, wenn die stolpern, schnell reagieren. Und dass man sich da überlegt, was kann man da für funktionelle Übungen machen, die altersgerecht und auch sicher sind. Ja, weil das kann ja nicht sein, dass die dann bei der Übung stürzen und sich die Knochen brechen. Also herzlichen Dank schon mal für die Antwort. Ich sehe es genauso. Also die meisten Empfehlungen der Vergangenheit gingen ja insbesondere darin, dass man ja bei den Senioren ja relativ viele Wiederholungen immer empfohlen hat. Es können auch mal 20, auch mal 25 sein und bloß keine höheren Lasten, insbesondere natürlich unter dem Aspekt auch der Gelenkschonung. Das stand ja immer so ein bisschen im Mittelpunkt. Aber ich glaube, dass gerade wenn wir das Thema Sarkopenie, dann müssen wir auf die andere Seite der Medaille, nämlich auf die schnell weißen Muskelfasern mal schauen, die ja gerade die Schnellkraft garantieren, die auch die Kraftrealisation garantieren. Und das heißt also, da müssen wir mit höheren Intensitäten dran. Das hast du gerade schön beschrieben. Da muss man einen Kompromiss finden zwischen der Belastbarkeit, zwischen dem Körperbild, was die Personen haben, und zwischen dem, was effizient fürs Training wäre. Und das sind wenig Wiederholungen mit höheren Lasten, aber das in der Gruppe zu realisieren, ist sicher eher schwer. Ja, und ich würde vielleicht, wenn gerade so, ich sehe es ja an meiner Mutter, ja, also wenn ich da anfange, mach mal schnellere Übungen oder streng dich mal richtig an mit einer dicken Hantel, also für sie dicken Hantel, das will die einfach nicht. Aber ja. Die sind ja dann oft stur auch. Kleiner Scherz. Gerade die eigene Mutter, die lässt sich ja von einem nichts vorschreiben. Nee, aber wenn man damit mehr Wiederholungen anfängt und dann so langsam in Richtung mehr Widerstand und dann auch so funktionelle Übungen, ja, so Kniebeugen am Sessel. Also meine Mutter ist, wie gesagt, 80. Das ist ja dann im Fitnessstudio nicht das Klientel. Dass man sich da was überlegt, was wichtig ist, dass man als Fitnesstrainer oder Trainerin versteht, was wichtig ist. Ja, am Ende, die Muskelmasse ist gut, ist wichtig, ist eine Voraussetzung, aber wir wollen vor allen Dingen die Schnellkraft wieder ein bisschen nach oben bringen und die Kraft. Und wie du richtig sagst, ja, die schnellen weißen Fasern. Und dass man erstmal vielleicht mit ein bisschen mehr Wiederholung anfängt, ja, dann ist das nicht so ganz, dann müssen die sich nicht so anstrengen und das ist mehr akzeptabel. Und dann so richtig langsam, wenn die sich gewöhnt haben, wenn das so ein Teil der täglichen Routine ist oder der wöchentlichen Routine, dass man ein bisschen die Gewichte erhöht und dann auch funktioneller arbeitet. Ja. So, wir haben, genau, super, vielen Dank, Henning, hier kommen auch schon begeisterte Rückmeldungen und auch ein paar Fragen rein. Und ich weiß nicht, ob du den Chat parallel auch siehst, sonst lese ich dir einfach mal vor. Und zwar eine Frage: Wurde bei den Studien auch früheres Sporttreiben der Probandinnen mit einbezogen? Falls ja, bestehen signifikante Unterschiede zwischen früher sportlich und früher faul? Ja, ich kenne keine spezifischen Studien dazu, aber ich meine, ich kann sagen, wenn ich mal Opa bin, ich werde immer noch aktiv sein. Ich kann euch sagen, Ingo, der wird immer noch aktiv sein. Und Lukas, ich hoffe, du machst da mit. Sicher. Ja, weil also ich bin wie so ein Hund oder wie so ein Pferd, ja. Ich brauche jeden Tag meinen Sport, ja. Und das ist einfach eine Gewöhnung, einfach auch psychologisch gesehen. Man hat sich daran gewöhnt, das ist für mich wie Zähneputzen, ja. Und dann ist es natürlich andere Leute, die das nicht gewohnt sind, für die ist das eine neue Geschichte. Und da müssen wir auch als Fitnessbranche verstehen, wie gehen wir damit um? Ja, Leute, die keine Sporterfahrung haben, die kommen da neu rein. Es ist fast wie so eine Therapie, wie zum Arzt gehen. Wie geht man mit denen um und wie motiviert man die? Und wie kriegt man die dazu, dass sie auch richtig zulangen, ja, beim Krafttraining? Ja, wir haben gerade hier an der TU, wir haben hier einen Praxiskurs gehabt und da haben wir auch Krafttraining gemacht. Ja, und das ist dann die keine Erfahrung haben.
Ja, da ist ja oft das Problem, dass sie dann auch wirklich maximal die Muskeln aktivieren. Ne? Und das ist halt bei Leuten, die da keine Erfahrung haben, da ist das viel schwieriger als bei Leuten, ja, die schon vor 20 Jahren mal richtig Krafttraining gemacht haben. Also, weitere Frage, die so ein bisschen auch in Richtung exzentrisches Training geht, da vielleicht auch nochmal eine Antwort zu. Natürlich ist exzentrisches Training immer eine relativ hohe Belastung, je nachdem, wie man es dosiert, weil es ja manchmal auch, wenn man es auch richtig macht, mit über Geschwindigkeit ein bisschen gesteuert werden kann. Wäre das eine Möglichkeit, das war hier eine Frage, könnte das eine Lösung sein, also exzentrisches Training mehr in den Mittelpunkt zu stellen? Ja, mit den Älteren ist man natürlich immer ein bisschen vorsichtiger, aber man war mit allen Krankheiten auch vorsichtig. Ja, Krebspatienten, ja, kein Sport. Herzpatienten, ja, kein Sport. Diabetiker, ja, kein Sport. Und dann stellte sich raus, Sport ist super für Diabetiker, Sport ist super für Krebspatienten, Sport ist super für verschiedene Patientengruppen. Jetzt ist die Frage, funktioniert das bei den Älteren? Ich denke, da ist auch noch ein bisschen so der Auftrag an die Fitnessindustrie, da Maschinen zu entwickeln, die wirklich dann gut funktionieren. Ich glaube, ich würde mit einer 75-Jährigen keine Dropjumps machen. Ja. Aber das müssen ja auch nicht Dropjumps sein, um exzentrisch zu trainieren. Ja, wenn ich mich hinsetze in Sessel, das ist ja schon eine exzentrische Belastung. Und dass man da was findet, was gut funktioniert, das ist einfach auch ein Job für die Sportwissenschaft, da was zu finden. Hier kommt der Hinweis berechtigterweise, es gibt ja die klassischen isokinetischen Geräte, die es ja seit vielen Jahrzehnten ja schon fast gibt, die in der Therapie, in der Reha ja auch Exzentrik gut simulieren können. Das wäre ja vielleicht eine Option. Elektronisch. Könnte man mal ausprobieren. Ja. Aber das hat natürlich kein Studio, die sind extrem teuer. Naja, das ist extrem teuer, das hat kein Studio, aber könnte man sicherlich mal ausprobieren in der Studie, um zu sehen, ob man da bessere Effekte hat. Gibt es noch? Ja, hier ist noch eine Frage. Sekunde. Und zwar eine Frage zu den über 60-Jährigen, die also Sporteinsteiger, das heißt die nicht super fitten über 60-Jährigen, die vielleicht wenig Sporterfahrung haben. Und zwar, da müsste man ja eigentlich eine medizinische Anamnese, ist hier der Punkt, berechtigterweise, müsste man ja eine medizinische Anamnese machen. Wie siehst du das, Henning, in einem Fitnessstudio? Kann man das überhaupt in einem Fitnessstudio, eine medizinische Anamnese für diese Zielgruppe? Braucht man es überhaupt? Oder braucht man es? Ja. Gute Frage. Naja. Ich meine, ich weiß, Deutschland ist immer sehr medizinisch bei all diesen Fragen. Ich war im UK, deswegen ich weiß gar nicht, was das Recht da ist, wie das ist, wenn so einer Person was passieren würde im Fitnessstudio. Aber wenn man gesund ist, über 65 ist, kann man sich entscheiden, ins Fitnessstudio zu gehen. Es gibt natürlich diese Fragebogen, dass man so Exercise Contraindications, also Kontraindikationen zu Sport, dass man die versucht, per Fragebogen auszuschließen. Man kann das natürlich empfehlen, aber am Ende, ja, wenn die gesund sind, sonst keine größeren Probleme haben oder nur Probleme haben, ja, die halt kein großes Risiko sind für Sport treiben, dann müssen die das wahrscheinlich nicht unbedingt machen. Ja, ja. Also ich sehe das genauso. Ich glaube, also wie gesagt, die Fitnessbranche vielleicht ähnlich hat was die Gerätschaften betrifft, bestimmt schon einige schöne technische Lösungen, glaube ich, schon gefunden aktuell. Wir wollen ja keine Werbung machen, aber es gibt ja so ein paar innovative Unternehmen, die seit relativ einigen Jahren schon unterwegs sind. Und zu zweit sehe ich es genauso wie du. Man muss nicht alles medizinisch und ärztlich absichern und betrachten, sondern auch jedes Treppe geht, ist ja noch nicht unbedingt ärztlich abgesichert und betrachtet. Ich glaube, dass Training sich auch sehr verselbstständigen kann und auch sollte, unbedingt, weil sonst geraten wir in Abhängigkeiten, die auch nicht gut sind. Ich denke, dass wir natürlich eine Anamnese machen und wenn wir Risikofaktoren detektieren in einem Studio, dann die Kooperation, aber auch zum Arzt zu suchen, ich glaube, ich ganz selbstverständlich. Aber der umgekehrte Weg, bevor es ins Training einzusteigen, immer einen Arzt um Rat zu fragen, wo ja teilweise auch die Kompetenz nicht besteht, das wirklich optimal bewerten zu können, ja, glaube ich, halte ich auch für absolut nicht nötig. Hey, ich sehe schon, ihr tauscht auch untereinander aus im Chat. Das ist doch super, dass hier der Austausch stattfindet über unsere Plattform. Vielleicht greifen wir die eine letzte Frage noch auf, und zwar eine Frage, wie lange sollte denn so eine Trainingseinheit überhaupt sein für Senioren? Das ist wahrscheinlich eine sehr spezielle Frage, vielleicht auch eine Frage, die man doch allgemein beantworten kann. Wie siehst du das, Henning? Hier ist als Beispiel gesagt, na, vielleicht doch 60 Minuten oder mindestens 30 Minuten. Wie sieht es da mit den Umfängen aus?
Ja, also das ist total individuell vom Zeitbudget, was man erreichen möchte, wie schnell sich das verbessern möchte. Ja, bei den meisten, die Anfänger sind oder wenig machen, ja, wenn man da 2-3 Mal die Woche eine Stunde trainiert, erreicht man schon sicherlich relativ viel. Ja. Und das ist einfach, was ich sagen würde. Also für die fitten Senioren halt diese WHO-Richtlinien, das kann man auf der WHO-Webseite gut angucken. Das ist so auf diesen epidemiologischen Studien vom Pfaffenberger beruhend, ja, wie viele Minuten man da trainieren soll pro Woche und dann zusätzlich noch ein Krafttraining machen. Ich denke, das ist einfach eine gute Empfehlung. Wenn man da in die Nähe kommt, dann haben die meisten Senioren da total viel von. Ja. Denke ich auch, dass es vor allem eine sehr individuelle Geschichte ist und man da natürlich auch wissen muss, ist die Person Sport erfahren, das heißt die Sport- oder Trainingsanamnese, wie viel hat die vorher schon mal gemacht oder in letzter Zeit, was kann ich da jetzt zutrauen oder ne, alles, jedes bisschen Training mehr als vorher ist ja besser als gar nichts oder weniger. Genau. Ja, ich sehe auch so, innovativ braucht man gar nicht zu sein, stimme ich auch zu. Das Training funktioniert, ja, aber wir wollen natürlich als Sportwissenschaft immer alles optimieren, ja, so weit wie möglich. Ihr habt ja auch gesehen, diese Variabilität, ja, im Training, das ist für mich so ein ganz wichtiges Problem. Es gibt einige, ja, auch im Alter, die trainieren, die packen richtig was drauf an Sauerstoffaufnahme. Die Laktatschwelle verschiebt sich, ja, der Muskel wird richtig dick. Die packen noch an Kraft was drauf und andere, da tut sich wenig. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Forschungsthema. Wie können wir da am besten personalisieren? Wie können wir mit denen Ergebnisse erzielen, bei denen sich weniger tut beim Standardtraining? Ja, weil die gibt es tatsächlich. Ja, und da müssen wir uns überlegen, was ist da so ein Flowchart, wie man damit umgeht? Ja, man trainiert, klappt gut, Resultate, Gesundheitsresultate, Fitnessresultate, Leistungsresultate, okay, die machen weiter. Aber bei denen, die dann, wo es steht, Resultate ausreichend oder Anpassungen ausreichend, wo da steht nichts, ja, da tut sich zu wenig. Was machen wir mit denen? Ich glaube, das müssen wir als Sportwissenschaftler oder auch als Fitnessbranche da eine gute Antwort drauf finden. Ja. Und dann Bezug auf Geräte. Ja, man muss, ich sehe es ja an meiner Mutter, ja, die sind so ein bisschen, die würde nicht ins Fitnessstudio gehen, weil diese Geräte, die sehen alle so wild aus und da hängen so viele Gewichte und dann sind da diese ganzen Leute mit den ganzen Muckis. Da wäre sie so ein bisschen nervös. Also ich glaube, da müssen wir überlegen, ja, wie können wir das optimieren, dass mehr Leute ins Fitnessstudio gehen im Alter über 65 Jahre und dass die sich auch super wohlfühlen. Die fühlen sich ja dann auch alle wohl. Und gerade viele vereinsamen ja auch im Alter, wenn die ins Fitnessstudio gehen, die treffen dann Leute, gerade in Köln, die können dann auch noch ein bisschen quatschen. Aber hier in München auch. Also es kommt eine ganze Reihe an Hinweisen darüber. Ich sehe das genauso wie du auch, Henning. Die sagen, okay, es gibt ja, an den Gerätschaften liegt es ja letztendlich oft nicht. Dass das Training optimal gestaltet werden kann. Ich glaube ja. Ich denke, das, was du richtigerweise beschrieben hast, ist eine Frage des Zugangs der Menschen in die Schule. Es gibt Menschen, ich lese hier gerade, eine ältere Dame ist schon 94, die sich ohne Training das Leben gar nicht mehr vorstellen kann und vielleicht auch gar nicht mehr auf der Welt wäre, wenn sie nicht regelmäßig trainiert hätte. Also es gibt ja diese Zielgruppe, nur das Gros der Menschen erreichen wir nicht. Und uns geht es ja um etwas anderes. Uns geht es ja darum, in dem großen Markt der Gesundheitswirtschaft eine richtige Duftmarke zu hinterlassen. Und da ist die Sarkopenie ein wunderbares Thema, das wir als Branche hier uns engagieren und auch klar fundiert aufstellen können. Und das ist ja das, was wir jetzt mit euch gemeinsam anstreben, nämlich eine wissenschaftliche Fundierung der Arbeit mit bestimmten Zielgruppen, die so individuell wie möglich betreut werden können. Auf der Grundlage bereits bestehender Trainingskonzepte, glaube ich, ist das auch sehr gut möglich. Wichtig ist, dass wir uns zu diesem Thema nochmal ausgetauscht haben. Deswegen merke ich, komme langsam zum Schluss. Und deswegen, Henning, danke nochmal insbesondere an dich und deinen Input. Wir haben ganz, ganz viele positive Rückmeldungen bekommen dazu, was du uns hier dargeboten hast und auch, wie du es auch beschrieben hast. Also das war sehr angenehm, auch in der Darstellung. Und du hast den Finger hier auch nochmal klar in die Wunde gelegt, indem du Aufgaben an die Branche geschrieben oder beschrieben hast, was also wirklich zu tun ist. Es gilt einfach mit hoher Qualität und wissenschaftlicher Fundierung, das Thema Sarkopenie anzunehmen
und dementsprechend dann auch als ein Makel, als eine Marke möglicherweise für die Branche zu etablieren mit den bereits bestehenden Konzepten, die wir hier haben. Wir müssen uns einfach hier zu finden, wie fügen wir diese beiden Themen so zusammen, dass wir im Gesundheitsmarkt ein richtiges Zuhause auch finden. So ist es. Von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, Henning. Ja, du wolltest noch was sagen, bevor ich den Schluss mache? Ein letzter Punkt. Es gibt ja so ein demografischer Wandelkonzept der Bundesregierung. Da stehen Fitnessstudios noch nicht drin. Ich glaube, da solltet ihr reinkommen. Ja, wir arbeiten ja an allen möglichen Fronten gerade und ich sehe das genauso. Gut, und jetzt beantworte ich noch die allerletzte nicht inhaltliche Frage, und zwar die Frage danach, wann könnt ihr das Webinar denn nachschauen? Und ich denke, das kriegen wir bis Ende der Woche hin, dass wir das auf der Website oder unseren beiden Websites veröffentlichen, sodass ihr euch das in Ruhe nochmal anschauen könnt und vor allem weiterleiten könnt, den Link weiterschicken. Ladet alle eure Mitglieder in den Studios oder Freunde, Bekannte, Familie, Oma, Opa nochmal ein, die sollen sich das angucken, verbreitet das Video. Wir haben gemerkt, das kommt sehr gut an, die Inhalte hervorragend und auch die Relevanz vor allem hervorragend dargestellt, finde ich, Henning. Danke da nochmal. Und ansonsten, genau, wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr bekommt von uns immer wieder neue Inhalte. Guckt euch die Datenbank an, geht auf unsere Website. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für eure Zeit. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Jahr wieder. Ja, und vor allem schöne besinnliche Festtage. Genau. Das heißt also, genießt die Zeit, lasst euch von Corona nicht ärgern, greift heftig in die Dominosteine und Spitzkuchenteller hinein. Denn wir wissen ja alle, wer gut trainiert, kann sich das auch leisten. Also lasst es euch schmecken und verliert den Genuss nicht. Und dann schöne Zeit und kommt gut rüber in das neue Jahr. Absolut. Tschüss zusammen.